Roger Christen steht fast jeden Tag über 10 Stunden hier im Restaurant Frohsinn in Seon in der Küche. Das schon seit mehr als 20 Jahren. Man wird nicht jünger und irgendwann hat sich der Fersensporn gemeldet. Den habe ich mit allen Mitteln bekämpft, aber wurde nicht fündig. Es hat nichts richtig genützt. Die Schmerzen wurden fast unerträglich. Sogar die Gäste haben mit Roger Christen gelitten. Wir sind natürlich eine eingeschworene Gemeinde. Einige hatten Mitleid, andere haben Informationen geliefert. Verschiedene Sachen. Ich wurde von überall unterstützt. Daraufhin hat der Gastrounternehmer viel gegen die Schmerzen ausprobiert. Verschiedene Therapien und am Schluss bis zum Maximum. Einer Stoßwellentherapie, welche eigentlich eine endgültige Sache sein soll. Außer eine Operation, und operieren war keine Option. Dann bin ich durch Gespräche und viele Informationen sammeln auf Kibun gestoßen. Der Schweizer Luftkissenschuh war sozusagen die letzte Hoffnung für Roger Christen. Das, obwohl er nie gedacht hat, dass alleine ein Schuh ihm die Schmerzen lindern kann. Ich habe es belächelt, als mir einer sagte, ich soll das ausprobieren. Ich habe einen Haufen Modelle, Einlagen, mit Schaumstoff, Luft und so weiter ausprobiert. Es hat nichts funktioniert. Erstens, ich habe einen großen Fuß, also habe ich mit Schuhen an sich schon Probleme. Größen 48 und 49 findet man ziemlich schwer. Plus dann noch mit Einlagen ist es nicht möglich. Plus dann noch mit Einlagen und so ist nicht machbar gewesen. Trotzdem ist der Schmerzpatient in einen Kibun-Schuh geschlüpft und hat das spezielle Gefühl selber erlebt. Wie wenn ich auf den Moos gehen würde. Es ist schwabbelig und ich musste lernen, das Gleichgewicht zu finden. Weil es war schon ein täuschendes Gefühl. Man hat keinen festen Stand in dem Moment, bis man sich daran gewöhnt hat. Nach 2 bis 3 Tagen gehen hatte ich es drauf. Man wusste, wie ausbalancieren. Nach 2 bis 3 Tagen laufen ist da schon Dings. Hat man gewusst, wie man muss ausbalancieren quasi. Seit Roger Christen einen Kibun-Schuh anhat, sind die Schmerzen wie verflogen. Ich konnte vom ersten Tag an wieder normal gehen. 100% wieder normal gehen, und dies ist das Wichtigste bei mir. Ich muss mich mobil bewegen können. Dank dem Kibun-Schuh kann der Koch wieder schmerzfrei arbeiten. Auch in der Freizeit macht ihm die Bewegung wieder Freude. Ich gehe einmal im Jahr um den Halviller See herum. Das ist das Ziel. Meine Freundin hat Hunde, mit denen ich spazieren gehe, was ich früher nie gemacht habe. Ich denke sogar noch weiter in die Zukunft. Ich möchte reiten und so weiter. Also mit Pferden arbeiten, alles zusammen in naher Zukunft denkbar. Der Kibun-Schuh hat Roger Christen Lebensqualität zurückgebracht. Ich bin glücklich. Ich kaufe jedes Jahr 1-2 Paar Schuhe und ich bin glücklich. Glücklich sind auch seine Gäste, welche das hausgemachte Cordon Bleu im Frohsinn in Seon weiterhin genießen können.